Ciao a tutti, sono Invincible. Willkommen zurück zu der Long Journey Home. Ich möchte nochmals eine Mission starten. Ich werde diesmal nur die Highlights zeigen und so das Uninteressante wegschneiden. Na dann, starten wir die neue Mission. Crew. Ich habe mal nie die Archäologen genommen. Ich nehme sie mal. Ich möchte auch mal den Botaniker mitnehmen. Nehmen wir auch mal die Missionskoordinatorin und ja, der theoretische Physiker. Komm. Diesmal, kein Testpilot, keine Astronautin. Okay. Schiff. Ich finde die Endurance immer noch das beste Schiff. Im Moment wenigstens. Okay. Landemodul. Serenity. Serenity. Seed. Mr. Flag. Den schaue ich auch immer wieder gerne. Cool. Der Mr. Flag. Starten wir mal. Und auch wieder den Story-Modus. Das ist der einfachste Modus. Und ich möchte mal auf der Erde starten. Und zwar, ich will mal schauen, was passiert, wenn ich mein Lenter ganz am Anfang kaputt mache. Ich will es einfach mal wissen. Bekommen wir da ein Achievement oder nicht? 10, 9, ignition sequence. Ja, let's go. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Komm, start. Ja, Tower clear, let's go out. So, wo landen wir? Ich würde sagen, wir landen auf Mercury. Und zwar. Ja, ich weiß. Wir gehen mal da durch. Anschauen. Was ist das? Das ist doch die Venus, oder? So, hohes Risiko, aber da gehe ich mal runter. Ich will es wissen. Landen wir. Ah, wer ist eigentlich der Pilot? Oh, alles egal. Der brennt jetzt sowieso. Was passiert, wenn alle sterben? Bevor wir überhaupt starten? Ja, Gravitation ist sehr gering. Komm, holen wir uns das Teil. Uah, das war doch ein bisschen zu heftig. Ferrum. Ah. Hey, es windet hier, das ist doch nicht normal. Nein! So. Nein, bleib mal da. So, Venus sind wir. Komm, nimm jetzt das letzte Teil. Ach, okay. Jetzt geht out. Also Venus sind wir gelandet, jetzt gehen wir mal nach Merkur. Okay, Merkur ist gleich nebenan.
Was war das denn? Okay, das ist eigentlich auch nicht so schlimm. Komm, wir landen. Und ja, bald habe ich keinen Länder mehr. Was passiert, wenn ich den Länder verliere? Oh. Okay, da brennt schon mal. Ja, es wurde bestätigt. Ich möchte gleich. Komm, egal. Ich möchte den Länder verlieren. Bom. Und weg bin ich. Also, jetzt bin ich bevor. Jetzt habe ich eigentlich das Spiel schon verloren. Und jetzt? Hä? Die Erde schickt uns die DS8 zur Hilfe. Ist ja geil. Wir haben unser Länder verloren. Trotzdem kommt jetzt einer zur Hilfe. Der muss jetzt auch drehen. Gibt uns ein Länder. Ja, wir treffen zum ersten Mal Menschen. Daelius 8, Daelius 7, bitte kommen. Missionscontrol sagt, sie haben keine Ahnung, wie ihr euer Ländermodul schon so schnell Bruch landen konntet. Hier, wir haben euch Nachschub gebracht. Ländermodul. So geil. Moment. Ländermodul. Da ist doch mal eins. Mit Schleudersitz. Ihr seid ja toll. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Richtung Mars. So. Ja, wir landen mit unserem neuen Ländemodul. So einfach ist es. Einfach kaputt schlagen. Landen auf Mars. Oh. Okay, wir nehmen den großen M-Kanister. Und glaube ich noch ein Schild. Generator oder Schildschutz. Okay, aber habe ich jetzt diesen Schildschutz zweimal erhalten? Hab doch den schon erhalten vorhin. Hä? Hat sich das gelohnt, den zweimal zu erhalten? Kann ich den vielleicht später verkaufen? Also, gehen wir mal zum Schiff. Lol, ich hab das Schild zweimal. Ist ja geil. Okay, wer installiert das? Der da. Und auftauchen, ja. Okay. Shit. Schutzschild habe ich zweimal. Also, so bekommt man das Schutzschild zweimal. Wir springen jetzt.
Und wohin geht's? Weit, weit weg auf jeden Fall. Okay, Mr. Flag, mal schauen, was es da so gibt. Holen wir uns den Schlüsselstein hier. Alles und go. Ciao. Borate, das ist natürlich cool, da landen wir. Aber zuerst möchte ich im Quartier. Wer darf landen? Komm. Die Archäologin. Besuchen wir diesen Wrack. Ja, erforschen wir das Wrack. Nehmen wir diesen kleinen Treibstofftank. Sieht eigentlich nicht schlecht aus. Nehmen wir doch mit. Gehen wir zum Asteroidenfeld? Nee, wir jumpen gleich weg. Machen unser erster Sprung und schauen uns mal die Umgebung an. Wir versuchen auch gleich alle Missionen zu erledigen. Wer bist du denn? Abfangkurs. Wer bist du? Wer ist das? Weiß es nicht. Die Wohlfax, die kennen wir doch. Also seid gegrüßt, welch ein seltsames Schiff. Ihr sprecht mit Sirak, Wohlfax Ritter aus dem Blauen Haus. Wollt ihr gegen mich antreten, damit wir uns im glorreichen Kampf unsere Seelen offenbaren können? Soll ich mit dem Gott? Ja! Ich kämpfe mit dir, Gott. Also, was nochmals? Ha, dieser Kampfgeist, dann lasst uns. Moment. Ja, doch. Ich habe da eine noch viel bessere Idee. Ihr scheint mir ehrenhafte Wesen zu sein. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Das klingt gut, das klingt gut. Mein Knappe, aber langsam etwas übermütig. Er muss erst in den Genuss eines wirklichen Kampfes kommen. Er glaubt alles, also er glaubt über alles Bescheid zu wissen, was ihm in dieser Galaxie bevorstehen kann. Eine Spezies, ja, werdet ihr sozusagen der Drache für mich sein und seine Selbstgefälligkeit erschüttern? Und seine Selbstgefälligkeit erschüttern? Ja. Famos, fürchtet nicht darum, sein Schiff zu beschädigen. Das ist nur ein Gegenstand. Wenn ein paar Stunden der Andacht in einer kalten Fluchtkapsel ihm das beibringen können, was mir nicht gelungen ist, wird das Geld für ein neues Schiff gut angelegt sein. Okay. Also, mal schauen, wohin ich eigentlich gehen muss. Wo muss ich eigentlich hin? Kampf gegen Windmühlen. Irgendwann hier im Sternensystem, in diesem Sternensystem. Mal schauen, vielleicht ist das gerade der da oder der da wieder. Vielleicht ist es gerade der. Ja, könnte sein. Kämpfen wir gleich. Oh mein Gott, sieht aber viel größer aus als meins. Wer bist du?
Oh, was sind das für die? Die Mitsurani. Mitsurani Freundschiff. Ja, ja. Mitsurani grüßen Menschen. Mitsurani haben Geschenk für Menschen. Mitsurani bieten Geschenk der Freundschaft. Wollen Mitsurani von Menschen sein? Was? Wollen Freunde von Menschen sein? Also, ich kenne die bereits. Das sind die Pilze. Und der Kanister ist eigentlich, ja, voller Pilze. Die wollen die Galaxie erobern mit diesen Pilzen. Und ich lehne diesen Kanister ab. Schade, aber mit so rein trotzdem Freude von Menschen. So, und ich frage mal, wer seid ihr eigentlich genau? Mitsurani erforschen, Mitsurani suchen Heimat, Mitsurani wachsen, Mitsurani suchen Freunde, genau. Was sonst noch? Mitsurani freundliche Spezies, nicht willkommen Mitsurani, aber Mitsurani nur wollen helfen. Ja, nicht willkommen, wollen helfen. Hast du Arbeit? Mitsurani brauchen Heimat. Finden Heimat für Mitsurani. Dann Mitsurani dankbar. Ja, und die Heimat? Mitsurani müde. Mitsurani reden schwer. Themen. Mitsurani. Okay. Die wollen nicht mehr. Mitsurani müssen schlafen. Also, Mitsurani. Das erste Mal Mitsurani entdeckt. Das verseucht das Gebiet. Oh, oh. Das Arktisch, ja, das ist Arktisch. Und so. Okay. Aus dem Orbit heraus sieht es aus, als wäre es das Epizentrum der Infektion dieses Planeten. Das Metall ist durch den Aufprall geschmolzen und verbogen. Der Mulch unter meinen Füßen hat die Textur von sich schlängelnden Würmer. Soll ich das erkunden? Ja, komm. Okay, Faulnis und Pilze und wieder ein Kanister, das verseucht ist. Ich lehne diesen Kanister ab. Wir gehen weiter. Gut. Wir holen uns nur noch hier hinten. Die Ressource. Ferrum, Ferrum. Ah, wo bist du? Muss das hinter diesen Pilzen sein? Okay, drei Ferrum. Und weg da. Will keine Pilze. Ich will keine Pilze. Ich will nicht verseucht werden. Okay. Weiter geht's. Wo sind die denn? Wir gehen mal zum nächsten Planeten. Okay, das ist tödlich. Nein, hier landen wir nicht. So doof, die sind hier abgestürzt. Jawohl, jawohl. Okay, ich möchte. Dass die uns da einholen. Nein! What the fuck? Geh! Oh mein Gott, ist das schlecht! Jo, Schleudertrauma und was weiß ich, und die erwische ich immer noch nicht. Jetzt aber. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich.
So. Waffen. Tradop. Der hat einfach ab. Oh Gott. Komm. Jetzt hab ich dich. Hallo? Ah. Also Q drücken ist auch nicht sehr einfach. Vor allem wenn man W drückt. Mano! Aber jetzt, oder? Und top. Okay, ich rede jetzt mal mit dir. Ja, bis zum Tod. Okay, bis zum Tod. Aber nicht wieder weggehen, ne? Okay. Wir haben es geschafft. Okay, knappe Mol. Können wir mit dem reden? Nee, wir können nicht mit dem reden. Ressourcen. Also ein bisschen Treibstoff ab. Ein bisschen Borate. Ich habe genug Eisen, um Länder und so weiter zu reparieren. Nutzen wir gleich. Noch nichts kaputt. Sehr schön. Wir springen. Foto? Okay. Ich glaube, er kommt. Gut. Das müsste der Meister sein. Und er redet mit uns. So, na, was sagt er jetzt? Ha, gut gemacht. Hier eure Belohnung. Ihr habt euch heute ein Freund gemacht. Natürlich eventuell auch ein Feind, aber fürchtet nichts. Ich denke, er wird sich gut machen. Sobald er damit fertig ist, als Buße den Triebwerkskern zu schrubben. Übergebt ihn mir. Ja, natürlich. Wow, 650 Credits. Absolut geil. Kommt an Bord, Mol. Ja, ich sehe in seinen Augen, dass er diesen Tag nicht vergessen wird. Hier, euer Schiff scheint beschädigt zu sein. Sucht einen unserer Räumehäfen auf. Sie werden sich um die Reparatur kümmern. Genau. Okay, wer seid ihr denn nun? Ich bin ein Ritter des Blauen Hauses. Ich trainiere unsere Knappen und Kavaliere in der Kampfkunst und der Weisheit, diese Lehren zum Wohl der gesamten Galaxie einzusetzen. Gerüchte. Ihr kommt in einer schwierigen Zeit, Fremde. Das Wulfax Imperium ist innerlich zerrissen. Ritter und Leibeigene stehen kurz davor, aufeinander loszugehen. Es sind dunkle Tage.
Doch wir werden sie überdauern. Arbeit? Ich fürchte, sonst habe ich nichts weiter für euch. Vielleicht findet ihr Arbeit bei unseren Raumhäfen. Ich will mal wissen, was sie über die Mitsurani denken. Okay, der will weiter. Und ich gehe auch weiter. Es hat sich gelohnt, absolut. So. Und wir springen. Wohlflax Raumstation oder so. Gibt's da eine? Ja, hier gibt's einen Raumhafen. Perfekt. Da gehen wir hin und ja, das ist sehr gut. Also hierher, 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 hier. Also, ich würde sagen, wir springen ganz normal zu Neunkirchen. Schon wieder Mitsurani. Okay, wir gehen so hoch. Nein, das ist keine Mitsurani. Wünscht dir eine Audienz? Gerüchte. Nein, nein, das darf ich nicht, sonst Ärger bekommen. Ich könnte sonst Ärger bekommen. Ja, ja, ja. Selbst. Ich bin lediglich ein Knappe. Niedrigen Rang des Blauen Hauses. Mein Gebieter würde nicht wollen, dass ich Fremden noch mehr mitteile. Gut. Ich sage, ich preise mal die Wohlfahrt. Und ich beleidige die Mitsurani. Ja, ja, ich will gehen. Gut, wir gehen in der Richtung. Das sieht aber nach einem Eisplanet aus. Hohes Risiko, Orkan, Eis. Ein Wrack. Hohes Risiko. Gibt ein Wrack. Wir landen.